Hallo Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir unter anderem deinen Hüftbeuger trainieren. Ich bin heute an Tag 13 meiner 90 Tage YouTube Challenge. Immer noch so ein Stückchen vor mir, aber zumindest kann ich sagen, ich stehe nicht mehr ganz am Anfang. Während dieser 90 Tage erhältst du tatsächlich jeden Tag ein brandneues Video von mir. Und ich würde sagen, lass uns anfangen. Alles, was du brauchst, ist eine Matte, eine Decke, ein Handtuch, ein ganz kleines bisschen Platz auf der Matte und dann kümmern wir uns mal etwas um die tiefe Bauchmuskulatur und um den Hüftbeuger. Lass uns loslegen in der Rückenlage. Rollst dich ab, legst dich auf die Matte, bringst die Arme erstmal an den Körper, hast deine Füße aufgestellt und aktivierst deinen Körper mit, indem du den Nabel nach innen ziehst. Und dann fangen wir mal ganz gediegen an, indem du dir das rechte Knie zur Brust holst und dann langstreckst, ranholen und langstrecken. Und noch zwei. Jawohl, das Bein hältst du lang und von hier geht das Bein jetzt lang nach oben. Und letztes Mal. Dann holst du dir das Knie wieder ran, streckst das Bein lang nach oben und senkst es nach unten. Ran, lang und gestreckt senken. Radfahren mit einem Bein. Und letztes Mal. Und dann stellst du den rechten Fuß erstmal auf. Wir machen gleich weiter mit links. Ran und lang. Mal bleibst du wieder in der Länge und gehst dann von hier nach oben und runter. Und ein letztes Mal. Und dann holst du dir das Knie wieder ran, lang nach oben, gestreckt nach unten. Ran, lang, gestreckt. Isolierte Bewegung des linken Beines, der Rest deines Körpers ist ganz ruhig. Und du atmest natürlich tief und gleichmäßig. Und letztes Mal. Und du stellst den linken Fuß auf, bringst dann rechtes Bein und linkes Bein in Tischposition, das heißt deine Knie, die stehen direkt über der Hüfte. Deine Füße erstmal locker und jetzt öffnest du hier die Beine zur Seite und wieder schließen. Noch zwei. In der Mitte halten, die sind hüftbreit geöffnet, Füße flexen. Jetzt tippst du mit der rechten Ferse auf, wieder hoch und dann mit der linken. Und dann letztes Mal pro Seite. Mal an den Füße-Point. Und jetzt tippst du etwas weiter weg mit den Zehenspitzen auf und wieder zurück. Und
Und dein letztes Mal pro Seite. Jawohl, Tischposition halten. Fingerspitzen an den Nacken nehmen, Kopf, Oberkörper leicht heben. Jetzt streckst du das rechte Bein lang nach vorne, unten zurück und dann das linke Bein. Dein Blick geht Richtung Nabel und deine Körpermitte ist schön aktiviert. Letztes Mal pro Seite. Jawohl, Tischposition, Kopf ablegen, Arme zurück an den Körper, ein bisschen zur Seite weg. Öffne die Beine zur Seite. Und jetzt tippst du hier mit rechts in der Mitte, also wenn du deiner Nase folgst, tippt dann da unten der Fuß auf und dann mit links in der Mitte auftippen. Mit rechts auftippen, mit links auftippen. Letztes Mal zur Seite. Jawohl, und dann schließen wir die Beine wieder und du streckst die Beine lang nach oben, Hände wieder an den Nacken nehmen, Kopf, Oberkörper heben und dann geht das rechte Bein nach unten und das linke Bein rechts und links. Und wenn dir das zu anstrengend ist, ja, wenn du noch so ganz am Anfang deiner Fitnesskarriere stehst, dann zeige ich dir jetzt die Modifikation. Das heißt, du stellst ein Bein auf, legst den Kopf ab und machst es nur mit einem Bein. Machst du fünfmal auf einer Seite und dann fünfmal auf der anderen Seite. Ja? Genau, ich zeige jetzt aber nochmal die fitte und superfitte Variante. Jawohl, und ein letztes Mal. Und dann beugst du hier die Beine. Legst den Kopf ab, nimmst die Hände an die Knie und ziehst beide Knie ran. Und dann bleiben wir in dieser Position. Hebst Kopf, Oberkörper, schön, mach die richtig schön klein, die Knie Richtung Stirn, die Stirn Richtung Knie. Und jetzt löst du die Hände, streckst die Arme lang nach hinten und die Beine lang nach vorne. Und dann kommst du wieder zurück. Jawohl. Und je tiefer du mit den Beinen gehst, desto effektiver und natürlich auch anstrengender. Das heißt, auch hier wieder als Anfänger würdest du die Beine nach oben strecken. Ja? Je weiter nach oben du die streckst, desto weniger anstrengend ist das. Und du hast trotzdem einen guten Effekt. Noch zwei. Letztes Mal. Jawohl. Dann legst du den Kopf ab, stellst deine Füße auf, streckst die Beine lang, schiebst die Hände Richtung Füße und dann nimmst du hier deinen Kopf, deine Schulter, die Schulterblätter, du kommst nach oben. Bist du wiederum Anfänger, kommst nicht so nach oben, dann zeige ich dir jetzt noch, wie du nach oben kommen kannst. Auch hier erstmal wirklich probieren, okay, wie weit geht es denn? Okay, es geht bis hier, dann nimmst du dir einen Oberarm, stützt den auf, nimmst den anderen Arm mit zur Seite und gehst über die Seite nach oben. Auf keinen Fall mit Schwung nach oben gehen. Jawohl, gut, ja, ich hoffe, du spürst jetzt hier in dem Hüftbeuger und in der tiefen Bauchmuskulatur ein bisschen was. Ja, wie gesagt, ich bin an Tag 13, also wir sehen uns noch ein paar Tage. Bis zu Tag 90, meine 90-Tage-YouTube-Challenge. Und dann wird es wahrscheinlich so in meinem Alltag integriert sein, dass ich einfach weitermache. Aber gut, gucken wir mal. Ich bin ja schon froh, wenn ich es jeden Tag tatsächlich schaffe, in diesem ausgefüllten Alltag, den ich habe. Und genau so kannst du eben auch ja, kleine Veränderungen in deinen Alltag einbringen. Für mich hat es immer irgendwas mit irgendwelchen größeren Challenges zu tun. Aber selbst für dich
Könntest du zum Beispiel deinen Morgen etwas ändern? Wenn du morgens aufstehst, einfach mal erstmal ein Glas Wasser trinken oder eine Runde Yoga machen, den Sonnengruß. Ich habe gerade gestern dazu einen neuen Beitrag veröffentlicht. Den verlinke ich dir mal unter diesem Video. Kannst dir mal reinschauen. Und vielleicht möchtest du dich ja auch zu meiner Morgenroutine anmelden und einfach mal Tipps bekommen, wie du deinen Morgen anders gestalten könntest, um dann auch nach ein paar Tagen zu merken, huch, das tut richtig gut, das gefällt mir. Jawohl, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Ciao, hier ist Kay.